In der Worst Night am Dienstag, den 5.11.2019, war Ben Danneberg zu Besuch. Wir haben spannende 3 Stunden verbracht. Ben hat uns über seine Arbeit erzählt, über die Branche der Spiele, Zeitschriften, die Arbeit des Autors und Redakteurs. Wir haben natürlich auch ganz intensiv über Star Citizen gesprochen, die aktuellen Themen, die Roadmap und 3.7.1 natürlich. Und ich habe einen Blog gehabt zum Thema Jump Point, das heißt die technischen Kernpunkte in der Entwicklung von Star Citizen und natürlich dann unter dem Strich auch Squadron 42. Diesen Abschnitt habe ich euch aus der Worst Night ausgekoppelt und hier auf meinem Videokanal hochgeladen. Durchaus beachtlich. Was sie geschafft haben. Ne? Das ist jetzt der Punkt, wo ich wieder diesen Aha-Effekt hatte mit der Jump Point. Das ist so ein bisschen knifflig, dieses ganze Thema. Nicht nur inhaltlich, sondern auch rein rechtlich, weil die Jump Point ist ja eigentlich hinter einer Paywall versteckt. Das ist ja ein Subscriber-Inhalt. Jetzt ist das aber an so vielen Stellen released worden und ich halte das Thema für extrem wichtig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der Kollege, der für die deutsche Community das ja auch in einem mehr als halbstündigen Video sehr intensiv auseinandergenommen hat. Der hat auch nochmal Ulf angefragt, ob wir das denn überhaupt dürfen oder wie er dazu steht. Da kam von Ulf bis jetzt, soweit ich das weiß, noch keine Antwort. Aber ich habe mir allen Bedenken zum Trotz das Thema gegriffen und zusammengedampft. Also es geht jetzt nicht darum, wirklich das 1:1 vorzulesen, was dort in diesem Artikel steht, beileibe nicht, sondern ich möchte einfach diese Plattform nutzen, um nochmal die Erkenntnisse hoffentlich verständlich wiederzugeben, wie sie sich mir erschlossen haben. Das ist ein Text, der sehr technisch ist, sehr trocken und teilweise auch nicht wirklich leicht zu verstehen, aber ich versuche das trotzdem mal. Ich habe es aufgeschrieben, 5 Seiten, und hoffe, dass es einigermaßen zu verstehen ist. Ich fange mal an und wir machen das in 2 Teilen. Es sind 5 Seiten und nach der ersten Hälfte können wir dann nochmal drüber sprechen, Fragen beantworten, Musik machen und dann, wenn wir uns alle erholt haben, dann gibt es nochmal den 2. Teil. Also, der gute Autor, der das hier geschrieben hat, der hat sich mit der technischen Grundlage von Star Citizen beschäftigt. Und er hat geschrieben, die vergangenen 2,5 Jahre hat man zuerst die technischen Grundlagen gelegt, um überhaupt in so eine Richtung denken zu können, wie Server Object Container Streaming oder Server Meshing, was ja quasi das Ende dieser Reise ist, auf der wir uns aktuell befinden. Und alles mit dem Ziel, das lebende, persistente Spieluniversum zu schaffen. Und mitten im Text schreibt er eigentlich einen Block, der an den Anfang gehört. Nämlich, sie haben in den 2,5 Jahren, bevor 3.0 veröffentlicht werden konnte, eine Basis geschaffen, die aus 4 Punkten bestand. 4 relativ einfachen Punkten eigentlich, aber nichtsdestoweniger trotz Grundlagen, die sie für die weitere Entwicklung brauchten. Das erste sind die sogenannten Entitäten. Also wer meine Videos geguckt hat, der kennt das inzwischen. So eine Entität ist ein Informationsobjekt. Und in der Welt von Star Citizen, jedes Objekt im Spiel, ein Raumschiff, eine Rüstung, eine Waffe oder wir Spieler, die mit Komponenten befüllt werden kann. Physikkomponenten, Logikkomponenten oder Grafikkomponenten. Und diese Entitäten, das war mir jetzt auch neu, das habe ich hier in diesem Jump Point das erste Mal gelesen, die basierten auf einer Skriptsprache namens Lua. Und diese Skriptsprache, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, die ist nicht Multithread-tauglich gewesen. Das heißt, die konnte nicht auf Mehrkernprozessoren parallel ausgeführt werden. Das ist natürlich für so ein Projekt wie Star Citizen tödlich. Und deswegen mussten sie diese Entitäten von dieser Skriptsprache sauber putzen, um das dann nach und nach, diese Skriptsprache Lua, zu ersetzen mit C++, was eine Multithread-taugliche Entwicklungssprache ist. Das war das Erste, was sie sich die letzten 2,5 Jahre vor die Brust genommen haben, bevor 3.0 veröffentlicht werden konnte. Das Zweite, da sind wir schon ganz häufig drauf gestoßen, das ist das Stichwort Serialized Variables.
Das sind im Prinzip... Ich bin dünn, leise und dünn im Sound, wird hier gerade geschrieben. Oh, verdammte Kiste. Was mache ich denn dagegen? Ich versuche mich zu lauter zu machen. Brüllen. Versuch dich mal bei mir lauter zu machen. Ah, ja, okay. Also Mitch, versuch mich mal bei sich lauter zu machen. Ich habe dir jetzt 105% gegeben. 105%. Also dann hoffe ich, gib das mal gleich. Feedback, dass ich jetzt lauter bin, hoffentlich. Du bist auch näher das am Mikro zweite... jetzt, ne? Bitte? Du bist auch näher am Mikro, glaube ich. Ja, kann sein. Ich hoffe nicht, dass... egal. Ich mache mal weiter. Das sind die sogenannten Serialized Variables. Das ist der zweite Punkt. Das sind im Prinzip Schnappschüsse eines Spielzustands, die für einen Speicherstand benötigt werden. Und um diese Serialized Variables zu erstellen, dazu braucht man die Entitäten auf der Basis von C++, was ich vorher erzählt habe. Diese Schnappschüsse, diese Serialized Variables, das sind, die speichern Zustandsinformationen, die dann zur Datenkommunikation im Netzwerk zwischen Server und Client benötigt werden. Und der dritte Punkt, das ist die Weiterentwicklung der Engine dahin, dass sie Texturen, Meshes, Charaktere und so weiter ebenfalls parallel berechnen und erstellen kann. Und das vierte, das war das Aufteilen der Level in sogenannte Building Blocks, Bausteine, auch bekannt als Object Container, die wir heute überhaupt brauchen, um dieses Verse so geladen zu bekommen, wie wir es kennen. So, das war das Grundgerüst. Nachdem das fertiggestellt war, hat man sich mit der Job-Parallelisierung beschäftigt und damit der Engine beizubringen, wann sie welche Object-Container oder Building-Blocks und Komponenten überhaupt berechnen soll. Als Lösung hat man sich zwei Aspekten bedient, den sogenannten Fibers und dem Network-Bind-Culling. Fibers sind Ausführungsstatusinformationen, mit denen exakt gesteuert werden kann, welche Komponente zu welchem Zeitpunkt ausgeführt bzw. berechnet werden soll. Das Stichwort exakt steht dabei im Vordergrund, denn das Benutzen dieser Fibers, das ist sehr knifflig, aber notwendig für die Ausführung von parallelen Berechnungsaufgaben. Um diesen Prozess etwas zu entzerren und die Planung zu unterstützen, zu welchem Zeitpunkt welche Entitätskomponente angesteuert, gestreamt und berechnet werden soll, wurde der Entity Component Update Scheduler entwickelt. Der Entitätskomponentenaktualisierungszeitplaner. Der wird vor allem clientseitig, also auf unseren PCs benötigt, um planen zu können, wann welche Entitätskomponente geladen oder auch entladen, wieder gelöscht wird. Und das wiederum funktioniert Hand in Hand mit dem Network Bind Culling. Das Network Bind Culling, das sollten wir eigentlich auch alle kennen, das ermöglicht es der Engine zu erkennen, welche Object Container überhaupt benötigt und dementsprechend gestreamt werden müssen. Wenn wir also irgendwo stehen, mit dem Gesicht gucken auf eine Raumstation, Port Olisar, und dahinter befindet sich eine 600i, die wir aber nicht sehen, dann wird dieser Object Container 600i nicht berechnet, obwohl er theoretisch eigentlich da ist. Aber durch dieses Network Bind Culling weiß die Engine, dass wir es nicht sehen und wird deswegen auf unserem Client nicht gestreamt und nicht berechnet. Das geht in beide Richtungen, also auch laden und löschen. Aber dieses Network Bind Culling, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also deswegen, das habe ich jetzt erwähnt, das könnt ihr im Hinterkopf behalten, aber streich das mal wieder raus. Das gab es noch lange, lange, lange nicht. Es ergab sich jetzt ein weiteres Problem, denn Entitäten sind ja nicht immer statisch. Das sind nicht einfach Häuser, die irgendwo rumstehen, sondern es gibt ja auch veränderbare, dynamische Entitäten. Also alles, was beweglich und veränderbar ist. Kisten, zu erntende Entitäten, Harvestables oder eben auch wir Spieler, Schiffe, Fahrzeuge und so weiter. Die Fragestellung lautet, wie kann man der Engine beibringen, welche Entitäten sie zuerst streamt, berechnet und darstellt? Es wäre also unglücklich, wenn wir Spieler zuerst die Inneneinrichtung des Schiffes sehen und dann die Außenhülle. Oder etwas komplexer, wir haben einen Mitspieler, der sich vorher einige Erze in seinem Rucksack verstaut hat. Der hat vor uns die Höhle verlassen, wir selber sind noch drin und befindet sich bereits an Bord unseres Schiffes. Dann gehen wir aus der Höhle raus. Woher weiß die Engine, was sie zuerst berechnen soll? Die Erze, den Rucksack, Raumschiff, Innenausstattung und so weiter. Dafür gibt es, um diese Frage zu beantworten, die Entity Ownership Hierarchy, die Entitätseigentumshierarchie. Da wird hinterlegt, welche Entität in welcher Zuordnung und welcher Hierarchie zueinander steht. Hat man eine Gruppe, eine Erzentität in dem Rucksack, in der Rucksackentität, in der Spielerentität, in der Schiffsentität,
dann nennt CIG das ein Entitätsaggregat. So, und am Ende kommt wie immer alles zusammen und gestaltet sich wie folgt. Das Network Bind Culling, das gibt's heute, das gab es damals aber noch nicht, nutzt die Entitätsaggregate, die in Object-Containern konsolidiert sind und nutzt dabei die Informationen dieses Entitätskomponenten-Update-Zeitplaners, um entscheiden zu können, wann welcher Object-Container respektive Entitätsaggregat rein oder raus gestreamt wird. Das ist der erste Block, der hier erklärt wird. Und das ist schon mal eine ganz heftige Packen-Technologie, über die sich CIG Gedanken machen musste. Aber wir sind noch lange nicht da, an dem Punkt, wo 3.0 released werden konnte. Denn was passiert, wenn mehrere solcher komplexen Entitätsaggregate zu spawnen sind? Dafür hat CIG die sogenannten Entity Spawn Batches entwickelt. Das sind logische Spawn-Gruppen definierter Entitätsgruppen. Damit wird sichergestellt, dass zum Beispiel ein Fahrzeug oder Raumschiff mit all seinen Komponenten und Waffen und Schubdüsen und Spieler mit Rucksäcken und Erzen und so weiter alles in seiner Gesamtheit aufs Display gebracht wird und nicht Stück um Stück um Stück um Stück. Das führt wieder zu Inkonsistenten. Und die werden vermieden durch diese Serialized Variables, diese Zustandsschnappschüsse zwischen dem Client und dem Server. Informationen, die auch für die Persistenz respektive für Squadron 42 benötigt werden. Kleines Problem dabei: Während der Datenkommunikation zwischen Client und Server kann sich der Ist-Zustand im Live-Spiel natürlich ändern und deswegen schicken Sie noch einen zweiten, quasi redundanten Schnappschuss, Serialized Variable, über das Netz. Und wenn die sich unterscheiden, dann wird schnell eine kleine Änderung vorgenommen. So, angesichts all dieser Informationen sollte man meinen, dass dann alles wunderbar funktioniert. Zum Ende der Entwicklung von Alpha 3.0 war das aber nicht der Fall, da nach wie vor jeder Client das gesamte KI-basierte Verse berechnete. Ein Spieler, der sich auf Levski aufhielt, erhielt also alle NPC-Statusinformationen von zum Beispiel Port Olisa. Um das zu vermeiden und wirklich nur die Informationen zu erhalten und zu berechnen, die notwendig sind für einen Spieler, hat man das Serialized Variable Culling entwickelt, ähnlich dem Network Bind Culling, also eine Zuordnung nur eben hinsichtlich der Serialized Variables, der Zustandsschnappschüsse. Fazit. Oder ja, also man hat all das, was ich gerade erzählt habe, das war Bestandteil von 3.0 und war überhaupt die Grundvoraussetzung dafür, dass wir mehr haben konnten als nur Port Olisar und Tessa Bannister. Ich greife noch ein bisschen vor, bevor ich jetzt dann erstmal Schluss mache mit dem ersten Teil. Man konnte mit 3.0 nicht alles zum Fliegen kriegen, aber mit 3.1 war es dann geschafft. Mit 3.1 hatte man Building Blocks, respektive Object Container. Man hatte Entitäten ohne Lua, alles in Parallelen, also in Multithreads dann zu berechnen. Komponenten, man hatte die Möglichkeit, Entitäten als Status- und Laufzeitinformationen in Serialized Variables zu erfassen und im Netzwerk zu kommunizieren. Man konnte parallel berechnen, engine-seitig Ressourcen wie Texturen, Meshes und Charaktere entsprechend erstellen in parallelen Berechnungsvorgängen. Man hatte Hierarchie- und Verbindungsinformationen, also sogenannte Proximity-Informationen zwischen allen Entitäten und Spielern mittels dieses Entity Component Update Scheduler, tolles Wort. Man hatte die Möglichkeit, dynamische Entitäten in Aggregate zu gruppieren, zu verfolgen und konsistent zu berechnen und zu spawnen. Und die erste Iteration eines Spieluniversums, bei dem die Clients nur einen Teil der Spielwelt kennen, mittels des Serialized Variable Cullings. Das war die technische, ganz fies zusammen von mir zusammengefasste Reise bis 3.0. Und ich finde, als ich diesen Text gelesen und zusammengeschrieben habe, habe ich gedacht, boah, das ist schon echt krass, was sie nur bis 3.0 entwickelt haben. Das war der Hammer. Und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Da kommt gleich noch viel mehr. Beim letzten Teil haben wir damit geendet, dass 3.0 respektive 3.1 veröffentlicht worden war. Man hatte eine technische Grundlage, um jetzt das Verse weiterzuentwickeln und weiter auszurollen bis zum heutigen Punkt, wo man wieder an einer technischen Grenze angekommen ist. Aber was passierte zu dem Zeitpunkt von 3.0 und 3.1 dann folgend? Jetzt
kam der große Schritt, und zwar das Network Bind Culling. Quasi die große Klammer über all dem, was wir vorher gelernt haben. Und damit wurde der Server in die Lage versetzt, zu entscheiden, welches Werkzeug benötigt wird, um zu entscheiden, welche Daten der Client überhaupt benötigt. Und das sorgte für eine immense Entlastung der Clients, unserer PCs, hinsichtlich der benötigten CPU-Power und der Arbeitsspeicherressourcen. Und das kam mit Alpha 3.3 ins Spiel. Aber es kamen nun mit dem immer weiter wachsenden Spieluniversum die Server an ihre technischen Grenzen, was zu seltsamen Effekten geführt hat, wie teleportierenden Spielern zum Beispiel. Denn während unsere PCs entlastet sind und dann entspannt ihren wenigen Berechnungsaufgaben nachgehen, saufen die Server vor Arbeit ab. Denn die müssen nach wie vor alles, das gesamte Spieluniversum berechnen und streamen, was dazu führt, dass der Spielstatus, den wir auf unserem Client sehen, auf unserem PC, gar nicht der Realität entspricht, die auf dem Server existiert, weil der mit der Berechnung und dem Streamen der Datenpakete überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Und hier kommt jetzt das Server Object Container Streaming ins Spiel, was dafür sorgt, dass der Instanz-Server, genau wie unser Client, nur noch einen Teil der Spielwelt kennt und berechnet, und zwar den Teil, wo sich Spieler aufhalten. Das führt natürlich zu einem winzig kleinen Problem. Wenn der Client, unser PC, einen Teil der Spielwelt vergisst, in Anführungsstrichen, und der Server vergisst denselben Teil, dann ist das doof. Dann müssen die Daten trotzdem irgendwo vorgehalten werden. Das andere Problem ist, dass es durch dieses seltsame Verhalten, Bereiche, Spielbereiche zu vergessen, zu asynchronen Datenzuständen kommt, was dazu führt, dass Spieler zum Beispiel durch Fußböden fallen, weil der Server sie noch nicht berechnet hat, nachdem der Spieler durch die Gegend teleportiert ist, und noch viele Glitches mehr. Probleme, die CIG lösen muss, bevor sie Server Object Container Streaming ins Spiel überhaupt implementieren können. Für Server Object Container Streaming, das ist nicht nur etwas, was einfach jetzt so entwickelt wird und ins Spiel gebracht werden muss, sondern es muss ein Großteil des vorhandenen Programmcodes umgeschrieben werden. Das ist also noch viel weitfassender, als wir das vielleicht verstanden haben bisher. Also es müssen wirklich essentiell alles, was existiert, muss angefasst, überprüft und umgeschrieben werden. Es wird also noch einige Zeit ins Land gehen, bis zur vollständigen Entwicklung und Implementierung. Aber man stößt spieltechnisch an Grenzen, was wir jetzt ja auch gerade erleben. Denn Microtech kommt nicht vollständig ins Spiel, sondern in zwei Schritten, weil sich CIG hofft, bis nächstes Jahr, dann bis zum übernächsten Patch, dieses Server Object Container Streaming zumindest in Ansätzen umgesetzt zu haben, damit dann Microtech ins Spiel komplett kommen kann. Man erdenkt sich deshalb bis zum Server Object Container Streaming eine Zwischenlösung. Und der hat den Namen Star Hash. Das ist im Grunde eine Matrix, ein logischer, dreidimensionaler Raum, in dem Entitätszustandsinformationen zwischengespeichert werden, in einer Datenstruktur, dem sogenannten Radix-Baum, Radix-Tree. Das könnte man jetzt hier einblenden. Das ist im Prinzip, wenn ihr euch das vorstellt, ein Ausgangspunkt, der sich wieder aufteilt in zwei weitere Punkte, die sich wieder aufteilen in zwei weitere Punkte jeweils, die sich wieder aufteilen in 2, 3, 4, n weitere Punkte und so weiter. Und so hat man einen Entitätseingangspunkt und kann immer weiter nach unten gehen, beziehungsweise wenn man unten ist, dann eben entsprechend sich wieder nach oben hangeln. Und also basieren? Ein Schneeballsystem. Ja, genau, ein Schneeballsystem. So wie Star Citizen halt. Genau. Genau. Genau, und basierend auf den Positionen aller verbundenen Clients, aller verbundenen PCs, sucht sich dann der Entity Streaming Manager auf Basis dieses Schneeballsystems, auf Basis dieses Radix-Baums, von denen es n Stück auf diesem Star-Hash gibt, auf dieser Matrix. Da sucht er sich dann die benötigten Informationen zusammen, die dort zwischengespeichert werden, um die dem Server zuzuspielen, der diese Informationen dann nutzt und weiterverarbeitet und verteilt und so weiter. Das ist also die Zwischenlösung für, bevor Server Object Container Streaming ins Spiel kommen kann. Die letzte große Schwierigkeit aktuell
das sind die Spawning Locations. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar, um einen Spieler zu spawnen. Der Spieler ist ja quasi der Ausgangspunkt aller Streaming-Aktivitäten, weil das, was wir sehen, wird gespawnt. Wo wir uns befinden, die Umgebung wird gespawnt. So. Um einen Spieler aber zu spawnen, benötigt die Logik der Engine einen Spawnpunkt. Und dieser Spawnpunkt, der ist eine eigene Entität. Aber zu der zuvor erläuterten Logik zufolge ist der Spieler ja der Ausgangspunkt, was ich gerade sagte, aller zu spawnenden Object-Container und Entitäten. Und in diesem Fall muss aber dieser Spawning-Punkt als eigene Entität vor dem Spieler gespawnt werden. Eine Spawning-Location. Diese Spawning-Locations aber wiederum sind ja eigentlich an den Spieler gebunden und an die Umgebungsinformationen, wie zum Beispiel eine Raumstation. Weshalb man diese Spawning-Punkte eigentlich nicht losgelöst berechnen kann von dem Spieler und losgelöst spawnen kann. So, und das ist so ein Thema, da haben sie sich im Kreis gedreht und konnten das nicht lösen. Und deshalb haben sie sich entschieden für einen zweiphasigen Spawn-Prozess. Zuerst wird eine Lokations-ID, eine Location-ID, eine Identifikationsnummer, eine an dem Spawnort zugeordnete, eindeutige Identifikationsnummer gespawnt. Und darauf basierend werden die benötigten Entitäten gestreamt und gespawnt und zuletzt der Spieler. Und ganz zum Schluss schaltet die Streaming-Logik von der Lokations-ID um auf den Spieler, damit die Culling-Logiken dann, wie ich das zuvor beschrieben habe, dann funktionieren und alles entsprechend dann aufploppen lassen auf unserem Monitor und wir einen tollen Sonnenuntergang auf unserem Raumschiff erleben können. Das fand ich nochmal ganz grandios, das in diesem Text zu lesen. Hab gedacht, die haben sich mit Problemen rumzuprügeln, von denen habe ich nicht mal eine kleinste Idee gehabt. Ganz faszinierend. Aktuell arbeitet CRG an dem Entity Streaming Manager und dieser Starhash-Logik, wie ich das gerade beschrieben habe, dieser Zwischenlösung für Server-Object-Container-Streaming. Es gibt nach wie vor extrem viel zu tun, wird uns hier noch erklärt in dem Text, angesichts der Tatsache, dass es sich um komplett neue Technologien handelt. Und das wird hier auch klargestellt, es wird noch viele Fehler geben, die CRG nach und nach beseitigen muss. Also wir sollten uns im Moment an dem stabilen Bild und der relativen Fehlerfreiheit freuen. Das wird nicht so bleiben. Und wenn eines Tages Server Object Container Streaming implementiert sein sollte, wird es sofort ein weiteres Problem geben. Sobald ein Server, auf dem die Zwischenstände mittels Serialized Variables, dieser Schnappschüsse, zwischengespeichert werden, wenn dieser Server crasht, dann sind die Daten verloren, weil diese Serialized Variables ja in Arbeitsspeicher abgelegt werden. Deshalb müssen die Daten in einem Netz aus Servern gespiegelt werden. Und dafür benötigt man das letzte Puzzlestück, nämlich das Server-Meshing. Die Vernetzung von mehreren Servern bedeutet, eine entsprechende Datenverteilungs-, eine Datendistributionslogik zu entwickeln. Diese Serialized Variables von Entitäten werden zwischen Servern hin und her geschoben und repliziert, basierend auf dem Programmcode des Server-Object-Container-Streamings. Und so, das ist die Idee von CRG und auch von Amazon, die das ja mitentwickeln, so wird die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlustes minimiert und die volle Persistenz im Spieluniversum möglich. Also es gibt Licht am Ende des Horizonts. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Problem, was sie auch lösen werden, definitiv, bin ich mir hundertprozentig sicher, denn es gibt noch eine Herausforderung, die gar nichts mit uns, mit der Schaffung von Spielinhalten zu tun hat, sondern mit der Spielentwicklung selbst. Und zwar, es gibt einen Editor, mit dem sämtliche Object-Container-Streaming erstellt und platziert werden. Und dieser Editor, der ein ganz zentrales Entwicklungswerkzeug ist, der ist nicht dafür entwickelt, Daten in einem Streaming-Netzwerk zu kommunizieren. Die Entwickler müssen also Inhalte erstellen und haben aber mit extrem langen Ladezeiten und mit extrem miesen Frameraten zu kämpfen. Und mit jedem Ort, der ins Verse implementiert wird, wird dieser Zustand schlimmer. Also sie können irgendwann, sind sie gar nicht mehr in der Lage zu entwickeln. Und vor diesem Hintergrund ist einer der essentiellen Erfolgskriterien für die weitere Entwicklung, insbesondere von Star Citizen, der, dass dieser Editor weiterentwickelt wird und auf derselben Technologie aufsetzt wie die Spielengine. Also einer Weiterentwicklung, die ganz essentiell wichtig für, von der wir Spieler aber zuerst mal in erster Instanz keinen sichtbaren Mehrwert haben werden. Aber
da dieser Editor letzten Endes auf der Spielengine aufsetzen muss für die weitere Entwicklung von Star Citizen, kann diese Engine oder dieser Editor erst aufgewertet, aktualisiert werden, nachdem Server Object Container Streaming erstellt und implementiert worden ist. Also, wir sind schon ein großes, großes Stück des Weges gegangen. Sie haben unendlich viel geschafft, aber wir sind auch noch lange nicht am Ende. Wir werden nochmal durch mindestens ein weiteres Tal der Tränen gehen müssen. Aber am Ende Nachhaltigkeit, Ben, du hast es schon einige Male erwähnt, am Ende, denke ich, ist es genau die Basis des Erfolges, für des technischen Erfolges, mindestens für das Spiel und unser Spielerlebnis. Aber fertig. Moment, ich muss mich mal kurz hier muten. So, das ist jetzt der Stand, auf den wir quasi zugehen mit der 3.8. Mhm. 3.8 wird dieser Star-Hash kommen. Ja, genau. So habe ich das verstanden, als Zwischenlösung für das Server Object Container Streaming. Und dieses Server Object Container Streaming wird im Laufe des nächsten Jahres dann kommen und darauf dann aufsetzen. Dann werden sie diesen Editor entwickeln. Mhm. Und dann entwickeln sie nebenbei noch dieses Server-Meshing. Ja. Es ist also noch ein kleiner Weg zu gehen. Ja, wir bleiben weiterhin bei dem Punkt, alles Sachen, die es bis jetzt noch nicht so gab. Ne? Allein diese Sache mit der Entität zum Spawnen ist ja interessant. Ich meine, wer sich in der IT auskennt, der kennt ja dieses Child-Parent-Prinzip, also Eltern und Kind, dass man eben sagt, diese Entität gehört zu dieser Entität und das eine ist eben das Elternteil und das andere ist das Kind davon, also hierarchisch angeordnet. Und da finde ich jetzt interessant eben, dass sie, dass du erst diese Entität spawnen musst, bevor der Spieler spawnen kann. Also ist der Spieler quasi das Kind von dieser Spawn-Entität. Allerdings dann im Umkehrschluss muss dann nachher diese Entität, damit eben die Container gestreamt werden können, wiederum ein Kind sein vom Spieler. Und deswegen machen sie das in zwei Stufen. Finde ich sehr interessant. Ja. Soweit habe ich es jetzt so verstanden. Alter, ihr macht mich fertig. Ja, also ansonsten habe ich jetzt auch ganz groß in den Augen Tilt stehen. Ich denke mal, wie die meisten unserer Zuhörer. Sollen wir nochmal Musik machen? Jetzt kommt der Quantum-Tunnel, glaube ich. Und dann wachen wir wieder an.